In wenigen Tagen erhaltet ihr die Briefwahlunterlagen für die Abstimmung über die Umbenennung des Kreises. Aus dem Kreis Düren soll der Ruhrkreis Düren-Jülich werden. Ich sehe darin eine große Chance für eine stärkere Sichtbarkeit des Kreises, national, aber vor allen Dingen auch international. Es wird niemandem etwas genommen, stattdessen wird etwas ergänzt, das Mehrwert schafft. Lasst euch von den Gegenargumenten nicht verunsichern. Das Kostenargument ist vom Tisch. Die entstehenden Kosten für die Umbenennungen werden durch Sponsoren übernommen. Was wirklich Geld kostet, ist die Abstimmung. Die wurde erzwungen. Und der Einwand, habt ihr eigentlich keine anderen Probleme, zieht auch nicht. Denn ansonsten würde man mit diesem Totschlagargument jegliche sinnvolle Weiterentwicklung verhindern können. Die Ruhr verbindet schon heute viele Orte im Kreis Düren und das Forschungszentrum in Jülich ist eine weltweit bekannte und anerkannte Marke. In Zukunft soll nicht nur die Stadt Jülich, sondern der gesamte Kreis Düren davon profitieren. Wir alle haben es bei der Abstimmung gemeinsam in der Hand. Stimmt mit Nein beim Bürgerentscheid gegen eine Beibehaltung des alten Namens und macht den Weg frei für eine Umbenennung.